Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben setzen, stellen und legen ein bisschen genauer an. Auf dem Bild sehen wir die beiden Verben stehen und stellen. Stehen ist ein Verb, bei dem man sich nicht bewegt. Die Person steht. Beim Verb stellen dagegen geht es um eine Bewegung. Die Person sitzt zuerst und stellt sich dann hin. Stehen. Er steht, er stand, er hat oder ist gestanden. Stellen. Er stellt, er stellte, er hat gestellt. Hier sehen wir die beiden Verben sitzen und setzen. Sitzen bedeutet, die Person sitzt, bewegt sich also nicht. Beim Verb setzen haben wir eine Bewegung. Die Person steht am Anfang und setzt sich dann hin oder setzt sich auf den Stuhl. Sitzen, er sitzt, er saß, er hat oder ist gesessen. Setzen, er setzt, er setzte, er hat gesetzt. Hier sehen wir die beiden Verben liegen und legen. Auf der linken Seite haben wir die Person, die im Bett liegt. Das ist statisch. Die Person bewegt sich nicht. Auf der rechten Seite haben wir das Wort legen oder sich hinlegen. Die Person steht zuerst und legt sich dann hin oder legt sich ins Bett. Liegen, er liegt, er lag, er hat oder ist gelegen. Legen, er legt, er legte, er hat gelegt. Wir haben im Deutschen drei Zustände, die man im Englischen mit put oder im Französischen mit mettre übersetzen könnte. Und zwar geht es darum, wie eine Situation ist. Wir haben einmal stehen, einmal sitzen und zum Schluss liegen. Und das Gleiche haben wir dann auch wieder bei den Bewegungsverben. Stellen, setzen, legen. Jetzt stellen wir uns einen Tisch vor. Dort gibt es einen Teller, eine Vase und eine Person. Statisch könnten wir sagen, die Person sitzt am Tisch, die Blumenvase steht auf dem Tisch und der Teller liegt auf dem Tisch. Wenn es jetzt um das Bewegungsverb geht, haben wir die Person setzt sich an den Tisch. Ich stelle die Vase auf den Tisch und ich lege den Teller auf den Tisch. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Stehen. Er steht, er stand, er hat oder ist gestanden. Stellen. Er stellt, er stellte, er hat gestellt. Sitzen. Er sitzt, er saß, er hat oder ist gesessen. Setzen. Er setzt, er setzte, er hat gesetzt. Liegen. Er liegt, er lag, er hat oder ist gelegen. Legen. Er legt, er legte, er hat gelegt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!